einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe den Leo ins Bett gebracht und jetzt gerade im Badezimmer und habe alle Handtücher geholt, denn ich will jetzt die nächste Waschmaschine anschmeißen. Mal gucken, dass ich so schnell wie möglich, so viel wie möglich erledigt kriege, wenn der kleine Mann schläft. Aber ja, welche Mama kennt das nicht? Und ich dachte mir, ich nutze jetzt die Zeit und zeige euch was. Ich freue mich so. Ich dachte nicht, dass man sich über so etwas so freuen kann. Aber ich tue es. Es gibt nämlich bei uns im Haus einen ganz, ganz neuen Raum. Ja, den kennt ihr noch gar nicht. Da haben mein Mann und ich die letzten Wochen fleißig dran gearbeitet. Und so einen Raum hatte ich auch in meiner alten Wohnung noch nicht. Und ja, es ist ein Traum. Ein Traum, ein Traum, ein Traum. Ich zeige es euch jetzt. Hier immer noch das Chaos, aber es wird langsam. Und jetzt, dum, 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 hier ist auch noch ein bisschen Chaos. Die Kommode gehört hier auch nicht hin, aber ich erzähle euch gleich warum. Denn jetzt zeige ich euch erstmal, ja, wo wir uns gerade befinden. Das ist vielleicht ja nicht ganz so überraschend, wo ich jetzt mit meinem Bergwäsche hinlaufe. Ich habe eine Waschküche, eine richtige eingerichtete Waschküche. Wie kann man sich bitte über so etwas so freuen? Ja, ich. Es ist wow. Also, ich muss mal kurz die Wäsche hier abstellen. Gleich beladen. Ja, also, ich bin so happy. Ich zeige euch den Raum gleich mal noch ein bisschen genauer. Aber ich bin so glücklich, dass wir jetzt hier einen Raum haben, in dem ich die Wäsche waschen kann, wo es sauber ist. Ich zeige euch gleich, warum ich so mache. Aber dass hier wirklich jetzt erstmal Ordnung herrscht, das, also bedingt Ordnung, ne? Wir sind immer noch nicht ganz mit allem fertig, aber ich bin unfassbar glücklich. Ich blende euch jetzt einfach an dieser Stelle mal ein, wie der Raum vorher aussah und vor allem, wie er sich dann jetzt hier in dieser ja, Mini-Umbauphase entwickelt hat. Also jeden Step habe ich gefeiert bis zum Abwinken. Und was für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Meilenstein war, wir haben Fliesen auf dem Boden. Also wir haben jetzt hier endlich Fliesen, 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 Fliesen. Überall. Ach, so schön. Hier geht es in unseren Heizungskeller. Ich spickel mal kurz rein. Also hier ist ja noch nicht ganz sauber. Da sind jetzt auch die Fliesen. Aber hier, ich sag euch, ich habe 3 Kreuze gemacht, als das endlich der Fall war. Weil ihr habt es ja gerade gesehen auf den Bildern. Hier war vorher roher Betonboden. Unmöglich, den zu putzen. Und wenn man hier eben Wäsche waschen will, stand ja auch hier vorher schon die Waschmaschine drin. Und es ist mal was runtergefallen. Also mir passiert es ständig, wenn ich die Waschmaschine auslade und den Trockner darüber belade, dass mir dann ein Socken auf den Boden fällt, ein T-Shirt, wie auch immer. Und das konnte ich dann immer direkt postwenden wieder in die Wäsche. Das habe ich jetzt nicht, weil ich kann die Fliesen endlich richtig putzen, richtig wischen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich es mich macht. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wer mich an dieser Stelle verstehen kann. Ja, also mega. Ich belade erst kurz die Waschmaschine und dann zeige ich euch mal ja, noch so ein bisschen genauer, wie wir diesen Raum ja, jetzt gestaltet haben, was wir jetzt alles hier drin haben. Weil, wie ihr vielleicht gerade schon sehen konntet, habe ich ja hier eine tatsächlich kleine Küche und ja, dachte ich zeige euch das jetzt einfach mal kurz. Also hier Wäscheständer, das wird demnächst auch noch zugemacht, das ist, ja, es ist nicht gefährlich, also keine Sorge, dass hier diese ganzen Kabel raushängen, die sind alle nicht angeschlossen, aber da muss der Elektriker demnächst mal kommen und ja, das alles anschließen und dann kann man das nämlich auch zumachen und dann sieht das nicht mehr so wild aus. Genauso wie hier dieser, ich glaube, das ist so ein Netzwerkschrank. Ich habe keine Ahnung, da kommt auch noch eine Tür davor. Ja, dann sieht es hier auch nochmal ein bisschen ordentlicher aus. Und dann kann ich auch diese fehlenden Stellen, die hier oben noch so sind, nochmal streichen. Also noch so ein paar kleine Schönheitsreparaturen möchte ich in diesem Raum vornehmen. Aber ansonsten haben wir das wirklich sehr, sehr primitiv gestaltet. Also auch hier diese Trockenbauwand habe ich nur einmal grob drüber gestrichen, dass so ein bisschen
eben freundlicher drin aussieht. Aber das ist nicht streifenfrei und gar nichts. Also es ist ja ein zweckmäßiger Raum, aber ich wollte es trotzdem zumindest weiß hier haben. Dann haben wir hier so einen Wäschesammler. Habe ich auch ganz neu. Liebe ich, also wie schnell ich jetzt mittlerweile bin mit einer Wäschmaschine anschmeißen, weil ich auch genau sehe, wo ist denn jetzt gerade die meiste Wäsche, was muss denn drin. Also die beiden hier sind die Kindersäcke. Ich wasche die Kinderklamotten immer noch extra, die sind immer regelmäßig sehr, sehr voll. Und hier haben wir dann die Wäsche von uns. Dann haben wir hier Wäsche, Trockner und Waschmaschine übereinander. Und dann, ich zeige es euch mal kurz so rum, haben wir hier diese Küchenzeile, die ich mir ausgesucht habe, mit einem Oberschrank noch. Kann ich euch auch gerne gleich mal zeigen, was da so alles drin ist. Also ich finde auch die Höhe, schaut mal, das ist sehr, sehr hoch. Wir haben extra hohe Füße genommen, dass auch mein Mann hier gut stehen kann. Also ne, wenn man kurz hier steht. Aber ja, also für mich ist es auch echt, mir geht das so bis, ja, bis hier. Ne? Also ich finde die Höhe sehr, sehr angenehm. Ich habe hier einen Schrank, der ist noch ja, komplett leer. Da bin ich froh, dass ich diesen Stauraum einfach habe. Ich bin am Überlegen, ob ich da unsere Jacken jeweils von der anderen Saison in so Vakuumbeutel einfach dann da reinschmeiße, weil wir auch noch nicht so richtig einen Platz dafür haben. Dann hier in dem Doppelschrank ist eigentlich gar nicht so viel drin. Da sammle ich meine leeren Wäschekörbe. Dadurch, dass wir hier das Loch für die Abflüsse machen mussten, da konnte ich da keinen Zwischeneinlegeboden rein. Deswegen, ja, aber dann sind zumindest die Wäschekörbe auch ordentlich verstaut. So, und hier in dem schmalen Schrank habe ich hier die, so einen kleinen Kosmetikmüllbeutel, da mache ich immer diese Flusen vom Trockner rein und dahinter sind meine ganzen Waschmittelvorräte und hier unten ist auch noch leer und hier oben, ja, jetzt passt auf, dieser Anblick, ich liebe es, wenn ich es aufmache, schaut mal, meine mittlerweile große Sammlung an Waschmittel, natürlich von Everdrop, ihr wisst, dass ich da komplett drauf umgestiegen bin. Und ja, mittlerweile habe ich die komplette Palette, die es dazu gibt. Ganz neu habe ich hier dieses Sportwaschmittel. Das riecht so gut. Oh mein Gott, es riecht so gut. Dann Feinwäsche. Also die beiden habe ich tatsächlich neu. Und was ich ja vorher schon hatte, ist das Pure-Waschmittel, was ich ja immer für die Kiddies nehme. Vollwaschmittel und das Cooler-Waschmittel. Und das Vollwaschmittel, das nehme ich jetzt direkt für... Ah ne, ich mache es jetzt nicht an, weil ich will euch noch was zeigen und dann rattert die Waschmaschine hier im Hintergrund. Das nehme ich gleich für meine Handtücher. Und hier hinten, ja, sind noch so ein paar Mittel, die ich aufbrauchen will, Fleckenmittel und so weiter. Ich nehme ja auch hier dieses Fleckenpulver von Everdrop. Auch neue Packung, die alte ist leer gegangen. Und ja, was kann ich euch noch zeigen? Hier oben habe ich noch... habe ich hier dann noch drin. Diese Boxen finde ich auch so unfassbar praktisch. Dann kann ich jetzt wirklich alles richtig gut sortieren. Schmutzfangtücher habe ich hier drin und Wäschetrocknetücher und so ein paar Antikalk-Dinger für die Waschmaschine. Und dann habe ich hier ja auch noch so ein paar Fleckenmittel. Die sind hier drin. Ich finde das so schön, dass das jetzt alles so geordnet ist. Wer kann mich da verstehen, dass das einfach nur Freude macht? Und hier habe ich noch eine Box, da habe ich so eine Trocknerbälle drin und noch so ein paar Wäschenetze, wenn ich mal was in so einem Netz waschen muss, in ganz vielen unterschiedlichen Größen. Das habe ich jetzt da drin. Genau, ja. Und das war's. Ich finde das toll. Hier habe ich auch noch... Ne? Ich liebe meine Waschküche. Und ja, wollte in diesem Zuge, den ich euch jetzt zeige, eben auch noch so ein paar, das ist schön jetzt mit dem Schrank im Hintergrund, ne? Ja, noch so ein paar Worte über Everdrop verlieren. Ihr wisst ja, ich habe euch das in einem letzten Video schon mal gesagt, ich bin ja vom Waschmittel her komplett umgestiegen. Das Waschmittel kommt, und ich zeige es euch gerade. Das Waschmittel kommt ja in diesen wunderbaren Papiertüten zu euch nach Hause. Also ihr könnt das entweder immer bestellen, wenn ihr es braucht, oder ihr macht direkt ein Abo, wo ihr ja dann eben zusätzlich nochmal sparen könnt. Die Abos sind immer günstiger.
Die Abos könnt ihr jederzeit pausieren. Ihr könnt den Lieferintervall zum ersten Mal, zum einen Mal selber bestimmen. Und ihr könnt das aber jederzeit pausieren. Ihr könnt es auch jederzeit kündigen. Also ihr verpflichtet euch da nicht auf Lebzeiten, das Waschpulver abzunehmen. Das Besondere beim Everdrop Waschpulver ist auch immer, dass es auf den Härtegrad eures Wassers abgestimmt ist. Das wird anhand der Postleitzahl ermittelt. Und dann habt ihr die optimale Waschleistung für eben das Wasser, was ihr bei euch im Haushalt habt. Also braucht keine unnötigen Tenside und spart die Umwelt, schont die Umwelt. Eben auch dadurch, dass es in diesen wunderbaren Papierverpackungen kommt und nicht eben in einer Plastikverpackung. Also ich wirklich liebe das Waschpulver und ich meine, wenn man dann auch noch diese wunderschönen Dosen da dazu bekommt und ja, dann kann man sich hier noch diese schönen Accessoires wie diesen Holzdosierer dazu kaufen. Bei dem Sportwaschmittel gibt es sogar noch einen eigenen Holzdosierer. Also es ist wirklich auch vom Design her richtig schön durchdacht und ja, also mich macht dieser Anblick absolut glücklich. Und es kam eben gestern eine neue Bestellung von mir von Everdrop an. Und da habe ich so ein paar, also wie gesagt, die beiden Waschmittel sind neu und dann habe ich mir noch ein paar Accessoires dazu ausgesucht. Und zwar diese Spültücher hier. Das sind gestrickte Tücher und die habe ich mir gedacht, so sind die von der Größe und die fühlen sich ja ganz, ganz toll an. Natürlich waschbar und aus Baumwolle. Also ja, von der Qualität her richtig, richtig toll. Und eins möchte ich eben direkt hier unten hinhängen. Ich zeige euch gerade mal, wo ich das meine. Also hier in diese Nische, da möchte ich mir noch so Handtuchhaken hin. Da soll dann ein Spültuch hingehangen werden und auch noch ein Handtuch, dass man sich hier eben auch die Hände waschen kann. Dass ich diese Flächen hier eben, ein bisschen Deko musste hier natürlich an dieser Stelle auch sein, dass ich hier die Flächen einfach mal immer schnell abwischen kann, weil es ist hier doch noch ein bisschen Staub in der Luft vorhanden und dass ich hier eben dann Wäsche zusammenlegen kann. Das habe ich mir jetzt angewöhnt, das direkt hier unten zu machen. Und hier die Fläche, die nutze ich mal, um irgendwas mit Flecken und so zu behandeln, dass das eben dann hier einweichen kann. Aber dann habe ich eben hier so ein wunderbares Tuch direkt griffbereit liegen. Und das andere, dieses wunderschöne dunkelgraue, das werde ich mir oben ins Bad hängen, dass ich da auch immer schnell die Flächen abwischen kann. Da habe ich auch den Badreiniger von Everdrop stehen. Und ja, dann habe ich immer auch ein richtig schönes Spültuch griffbereit. Und was ich jetzt mit euch zusammen ausprobieren möchte, das gibt es, glaube ich, noch gar nicht so lange im Sortiment von Everdrop. Angefangen hat ja alles mit Putzmittel-Tabs und da ist die ganze Palette, was Putzen angeht, ja immer, immer größer geworden. Was es jetzt aber seit einiger Zeit auch gibt, ist Körperpflege, nenne ich es jetzt mal. Ich habe mir jetzt hier diese Handwaschseife bestellt und da kommt, das ist eigentlich das gleiche Prinzip wie beim Spülmittel auch, das habe ich euch ja auch schon mal gezeigt, wie ich das zusammengemischt habe, da kommt auch das Waschmittel, also das Handwaschmittel in Pulverform in so einem Papiertütchen nach Hause und ihr könnt das jetzt einfach hier selber zusammenmischen und ich liebe das ja, diese Sachen selber zusammenzumischen. Das hier riecht jetzt zum Beispiel nach Limone, Zedernholz und Lavendel und es riecht schon durch die Tüte so unfassbar lecker und das wollte ich jetzt gerne einfach mal mit euch zusammenmischen. Es gibt von dieser Körperpflegeserie auch noch unter anderem ein Duschgel, also guckt da unbedingt mal rein. Ich finde das unglaublich spannend, dass wir jetzt auch das hier bei Everdrop dabei haben. Und ja, was man da an Wasser einfach sparen kann, an unnötiges Wasser, was durch die Gegend transportiert wird, für eben Handwaschseife oder ähnliches. Und ja, wie gesagt, ich mische das jetzt mal mit euch zusammen. Ich habe ja jetzt hier auch, das habe ich mir ganz, ganz, ganz dringend gewünscht, einen Wasserhahn eben auch hier unten zu haben, dass gerade auch wenn der Nino ja von draußen reinkommt, dass der sich dann hier gleich mal die Hände waschen kann. Also wir brauchen kaltes Wasser. So, und dann macht man einfach jetzt dieses Pulver dann dazu. Dann muss man das schütteln und dann 30 Minuten, glaube ich, warten. Und dann kann man es schon benutzen. Und es riecht wirklich sehr, sehr angenehm. Sehr, sehr lecker. Das ist natürlich auch vegan. Es ist mikroplastikfrei. Es ist hautschonend für alle Hauttypen geeignet, es ist feuchtigkeitsspendend und rückfettend. Also ich finde, es gibt immer nichts Schlimmeres, wenn man
sich die Hände wäscht und danach hat man so extrem trockene Hände. Genau, so. Und von Dermatest auch mit sehr, sehr gut bewertet. Also man kann hier wirklich nichts falsch machen. Und es riecht wirklich so, so lecker. So, jetzt habe ich das hier zusammengemischt. Und jetzt muss man das einfach dann eine Weile stehen lassen. Und dann bin ich schon sehr, sehr gespannt darauf, es auszuprobieren. Und nutzt gerne, wenn ihr Everdrop schon kennt oder eben auch noch nicht, meinen Code. Mit Muckiwunder bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung ohne Mindestbestellwert. Könnt ihr, wie gesagt, auch auf die Abos draufhauen, dann spart ihr natürlich nochmal mehr. Also nutzt es sehr, sehr gerne. Ich bin ja begeisterter Everdrop-Anwender und ja, bin schon gespannt, wenn die 30 Minuten rum sind. Ich gucke jetzt auf die Uhr, dass wir es dann gleich auch mal zusammen noch testen können. So, ihr Lieben, 30 Minuten sind um. Die Waschmaschine läuft auch schon fleißig und theoretisch müsste das die Handseife jetzt einsatzbereit sein. Also die ist jetzt richtig schön hier in dieser Flasche drin und es riecht auch. Habe ich schon erwähnt, dass ich es einfach toll finde, wie gut die Produkte von Everdrop riechen. Jetzt will ich es aber natürlich auch ausprobieren. Ich habe hier gerade auch schon ein Handtuch hergeholt. So. Also so sieht es aus. Richtig schön Flüssigseife. Lecker. Riecht so toll. Sehr, sehr angenehm. Also es fühlt sich auch schon direkt anders an. Finde ich. Man hat wirklich nicht das Gefühl, dass die Hände beim Händewaschen direkt so austrocknen. Also ich mag es sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin jetzt happy, dass ich hier, es ist zwar nur in der Waschküche, aber vielleicht gönne ich mir noch eine zweite Flasche und dann darf das auch oben in unser Badezimmer einziehen, zusätzlich hier zu diesem schönen Spültuch. Lecker. Mein Mäuschen ist mittlerweile wach. Wo ist es? Hier sitzt es gar nicht. Da. Und ja, wir sind in seinem Zimmer, wie man unschwer erkennen kann. Wir werden jetzt hier ein bisschen spielen. Ich räume aber noch vorher die saubere und zusammengelegte Wäsche schnell ein, dass das wieder erledigt ist. Ich muss echt sagen, seitdem wir diese Waschküche unten eingerichtet haben, bin ich mit dem Thema Wäsche viel, viel, viel besser auf dem Laufenden. Weil es halt eben auch einfach irgendwie viel mehr Spaß macht. Also haltet mich für bekloppt, aber ich finde, es macht einen wahnsinnigen Unterschied, wenn einfach alles ja organisiert ist, wenn einfach alles seine Ordnung hat und ja, wenn man eben auch Spaß an dieser Ordnung hat. Also ja, ich bin ja total der Organisationsmensch, wisst ihr ja mittlerweile, denke ich, und freue mich einfach sehr, dass wir jetzt diesen Raum auch geschafft haben. Und was noch ein großer Meilenstein sein wird, wenn dann der Fliesenleger in der Garderobe weitermacht, dass ich da endlich auch putzen kann und da vor allem auch die Möbel mal richtig aufgestellt werden können. Weil es fehlt ja immer noch, der große Schuhschrank fehlt noch und ein Spiegel hängt da noch nicht, der da noch hin soll. Und ja, einfach, aber was für mich wirklich das essentielle Thema ist, ist tatsächlich dieses Putzthema. Also es macht mich wirklich wahnsinnig, dass ich da nicht richtig putzen kann. Aber ja, Rohrbeton, man kann ihn nicht putzen. Man kann ihn mal absaugen, aber dass der grobe Dreck, dass der grobe Staub weg ist, aber das ist ja dann nicht richtig sauber. Also von daher, ja, freue ich mich da sehr drauf, dass es an dieser Stelle jetzt auch vorangeht. Genau. Im Garten sind wir ja auch ganz fleißig. Das habe ich euch ja auch im letzten Vlog erzählt. Von daher, es wird langsam, es wird langsam. Aber es war natürlich auch unfassbar viel, was wir uns da vorgenommen haben. Also von daher war schon klar, dass das nicht direkt alles so schnell fertig wird. Genau. So, der Rest, der muss gleich in Ninos Zimmer. Das machen wir gleich. Aber jetzt ist erstmal hier noch ein bisschen Spielzeit mit dem Baby angesagt. Ne? Hi. 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 Das sagt er jetzt nämlich immer so süß. Hi. Oh, danke. Darf ich mittrommeln?
Wo ist denn deine Trommel? Den auch? Oder wolltest du den wieder haben? Willst du wieder haben? Ja? Hm? Wo ist denn deine Trommel? Deine süße Trommel? Hm? Das macht er nämlich richtig toll. Komm, wir holen die mal. Da, ja. Ja, das macht er echt richtig süß, wenn man den Raum betritt. Dann sagt er jetzt immer, hi. Hi, genau. Hm? Lässt die Vermutung zu, dass ich es relativ oft auch zu ihm sage, ne? Da. Möchtest du mir eins geben? Hm? Da. Nein? Überall Mami-Haare, ne? Da. Ne, vom Papa sind die nicht. Die sind von Mama. Hm? Hiya. Super. Freut sich dann immer so wahnsinnig süß, wenn es Geräusche macht. Ja! Nee? Dann freust du dich immer so süß. Hm? Dann freust du dich immer so süß, mein Schatz. Ha? Wir sind jetzt auf jeden Fall tatsächlich zum Spielen immer ein bisschen öfter hier oben, ne? Weil ja, es hier dann doch andere Sachen gibt, mit denen er spielen kann als unten. Und wenn wir hier vormittags mal so ein paar Minütchen dann alleine spielen können, wenn Nino eben noch in der Kita ist, dann machen wir das auch, ne? Da. Weil wenn wir nachmittags dann, wenn wir nicht draußen sind, wenn wir dann hier oben sind, dann sind wir dann doch meistens in Ninos Zimmer. Und deswegen versuche ich immer mal so vormittags ein paar Stunden mit ihm, was heißt ein paar Stunden, eine Zeit lang hier oben zu sein, ne? Ne? Ja, die Kamera. Die Kamera findest du toll, ne? Aber die ist halt nicht zum Spielen. Die ist nicht zum Spielen. Mama! Ja. Mama! Ich werde jetzt auch demnächst mal wieder ein paar Sachen aus Ninos Zimmer holen. Und versuchen, ob er dafür schon groß genug ist. Das heißt, so ein paar Puzzle, also diese Holzpuzzleteile, wo man dann in die entsprechenden vorgefertigten Formen dann schon so reinstecken kann. Das möchte ich mit ihm mal gern versuchen. Und das muss ich aber dann mal rüberholen. Das mache ich jetzt nicht heute, aber die nächsten Tage möchte ich das dann mal rüberholen, wenn Nino in der Kita ist. Weil, ja, wenn man das dann macht, wenn er hier mit dabei ist, nein, das ist meins und wie das dann eben so ist, aber wenn es dann mal hier in seinem Zimmer ist, in Leos Zimmer, dann gucken wir mal, ne? Vielleicht ist das ja schon was für dich. Vielleicht ist das ja schon was für dich. Oh, Kamera, Achtung. Nicht drücken. Nein. Jetzt kriegt ihr gerade ein paar auf den Deckel. Nein, oh je. Nein. So ein kleiner Strahlemann bist du, ne? So ein kleiner süßer Strahlemann. Ja, wir werden jetzt hier auf jeden Fall noch eine gemütliche Runde spielen. Dann gibt es Mittagessen und ein Mittagsschläfen. Dann werden wir auch schon wieder den Nino abholen. Also die Vormittage gehen echt so schnell rum. Also diese paar Stunden, die man da hat. Man eben versucht, so viel wie möglich zu erledigen und eben auch die Zeit mit dem Leo zu genießen, bis Nino wiederkommt. Also es geht echt unfassbar schnell immer rum. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell die Tage rumgehen, wie schnell die Wochen rumgehen. Ja. Wenn ich überlege, meine Elternzeit ist jetzt auch schon über die Hälfte vorbei. Jetzt muss ich mir bald schon ja, Gedanken machen, wie es danach weitergeht. Und ach ja, oh, es ist einfach viel zu schnell alles. Genau. Aber ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle. Leo auch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ihr Lieben.